Das ist sie, die neue Südtribüne in der Allianz Arena. In der Sommerpause fanden hier gravierende Umbaumaßnahmen statt. Bisher waren lediglich die beiden Mittelblöcke für Stehplatzbesucher vorgesehen. Ab der neuen Saison besteht die komplette Südtribüne, sprich die Blöcke 109 bis 117, aus reinen Stehplätzen. Ja, das ist, glaube ich, jetzt eine echte Herzensangelegenheit, weil sich die Bayern-Fans über viele Jahre eine große Südkurve gewünscht haben, so wie es früher mal im Olympiastadion auch war. Und wir konnten diesem Wunsch jetzt nachkommen und haben über die gesamte Breite jetzt Stehplätze geschaffen. Nicht so wie früher nur die Blöcke 112, 113 direkt hinterm Tor, sondern jetzt können unsere Fans nicht mehr vor Stühlen stehen, sondern sie stehen ungehindert und das wird unseren Fans sicherlich sehr, sehr gut gefallen. Der gesamte Unterrang hinter dem Tor der Südkurve ist jetzt also ein Stehplatzbereich. Doch da bei Champions League-Spielen bekanntlich nur Sitzplätze erlaubt sind, wurden bei den Arbeiten gleich moderne Kombiplätze eingebaut. Durch das raffinierte neue Klappsystem namens Stuttgarter Modell können die Stehplätze ganz einfach in Sitzplätze umgestaltet werden. Die Klappsitze sind unter den Metallstufen versteckt. Ja, dieses Klappsystem ist insofern genial, weil wir alle Stühle im Stadion lassen können, auch für den Fall, dass wir die Plätze als Stehplätze nutzen, weil diese Sitzplätze dann in Drittstufen versenkt werden. Das ist eine Metalldrittstufe und wenn ich die hochziehe, habe ich dann eben die entsprechende Sitzgelegenheit. Und das war für uns ganz wichtig aus logistischen Gründen, weil wir sonst natürlich mehrere tausend Stühle jedes Mal hätten demontieren müssen zwischen einem Champions League-Spiel und einem Bundesligaspiel. Und wie Sie wissen, da bleibt oft nicht viel Zeit dafür. Eine reine Stehplatzkurve mit 5210 aufklappbaren Sitzen. In der Allianz Arena hat sich einiges getan. Am 22. August eröffnet der FC Bayern in der Arena gegen den VfL Wolfsburg die neue Saison. Dann wird die Südtribüne als reine Stehplatztribüne ihre Premiere feiern.